Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum jetzigen GFD Live Trading TV hier kurz nach 14 Uhr am 22. Juli. Wir schalten uns heute mal on air, beziehungsweise jetzt on air, bezüglich der Goldanalyse, die wir hier zum einen als Trading Shoutout dargestellt hatten, zum anderen auch als Content auf verschiedenen Webseiten. Vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis durchaus noch gute Chancen hat, hier das Niveau von 1088 Dollar anzusteuern. Und genau das tat er auch unlängst. Und jetzt will ich mit Ihnen mal hier im Sinne des JFD Live Trading TVs mal den Goldpreis Realtime betrachten. Wir sehen hier auf der linken Seite die Entries. Es läuft aktuell noch 20% der ursprünglichen Size weiter mit Stop auf Break-Even vor dem Hintergrund, dass, wer weiß, was hier noch passiert in den nächsten Stunden, dass, wenn der Goldpreis hier wieder deutlich unter seine Average True Range zurückfällt, er dann hier beispielsweise nochmals schnell 10, 15 Dollar korrigieren kann. Und das mit dieser kleinen Size wäre dann natürlich noch ein Goodie obendrauf. Aber letztlich mal hier zum ursprünglichen Einstieg. Wir haben hier den M30 gehabt. Vor dem Hintergrund, dass es sich hier eben, wenn es Erholungsimpulse gibt in Richtung 1097, 1100 US-Dollar, der Markt dann hier wieder zur Schwäche neigen könnte. Hier im M30 natürlich größeres Zeitfenster, just die 30-Minuten-Kerze abgeschlossen. Und hier mit diesem roten Kerzenstab sehen wir jetzt hier, aha, der Markt neigt wohl weiter zur Schwäche. Je tiefer wir uns einzoomen, reinzoomen in den Chart, das machen wir jetzt mit dem M15, also jetzt hier nochmal vom M30 auf den M15 runtergeschaltet. Hatten wir hier bereits um die Mittagsstunden ein Preisverhalten, wo auch hier die Candles sich schon rot färbten im intakten Rainbow, im negativen Rainbow. Aber da ist immer so ein Stückchen eben, ich will nicht sagen Pokerspiel, aber so ein Stückchen weit immer die Frage, ob zur Mittagszeit eben hier dann tatsächlich das Momentum jetzt nach unten durchknallt oder eben ob es doch nicht nochmal einen Rebound nach oben gibt. Insofern eine gewisse Unsicherheit, die sich aber letztlich mit dem Unterschreiten des Vorstundentiefs hier im Bereich 1193 und insbesondere dann auch mit dem Unterschreiten der Tiefs hier im Bereich 1092,90 sich dann aber hier als solche darstellte, dass es sich hier in den kleineren Zeitfenstern ja neue Verlaufstiefs ergaben. Und das ist natürlich eine Situation, wo man dann den Abzug ziehen muss sozusagen. Und genau das tat ich dann in dem Zusammenhang auch. Hier mit dem Unterschreiten des letzten 15-Minuten-Tiefs, hier haben wir das Stundentief, das schon durchbrochen wurde. Da ging es aber nicht so recht weit runter. Dann gab es aber hier diesen Sell nach unten, hier diesen recht deutlichen Sell in Richtung eines neuen Tagestiefs. Das war dann der Entry-Zeitpunkt. Hier gab es nochmal einen kurzfristigen Rücklauf an die Stundenunterstützung, völlig legitim, um dann letztlich hier so richtig den Weg gen Süden einzuschlagen. Jetzt erfolgten eben just zwei Teilverkäufe vor dem Hintergrund, dass die Average True Range eben ausgereizt ist. Einmal ein Stück weit davor und einmal ein Stück weit runter. Im Prinzip das Pulver jetzt eben verschossen. Rein von dem statistischen Range-Potenzial hat der Goldpreis, wenn wir auch sehen, dass er jetzt hier rund 16 Dollar gelaufen ist, nicht mehr viel zu absolvieren. Mit Blick auf die letzten 5 Tage jedoch, das ist aber insbesondere dem Montag geschuldet, haben wir hier eine Range von 20 Dollar. Das heißt, natürlich kann hier noch ein Stück weit gehen, aber eigentlich kann man sagen, ist der Goldpreis vielleicht ausgebombt. Insofern aus der Praxis für die Praxis, wenn Sie hier mit Trades agieren, pflegen Sie ruhig hin und wieder Teilverkäufe, um eine letzte kleine Position im Bereich von 20, 30% vielleicht hier dann final durchlaufen zu lassen für den Fall, dass es hier ein starkes Überschießen gibt. Denn sowohl im H1, M15, M5 und natürlich auch auf anderen Timeframes, die höher aufgelegt sind, schauen wir hier zum Beispiel mal in den H4, das Momentum dermaßen negativ beim Goldpreis, dass ich hier eigentlich nur Short-Engagements empfehlen. Natürlich ist das keine Einbahnstraße und natürlich wird der Goldpreis irgendwann wohl auch mal wieder korrektiv durchstarten nach oben, aber bislang sucht der Goldpreis hier seinen Boden. Und spannend wird es heute eben, wenn wir hier nochmal unter die True Range zurücklaufen. Ansonsten hier Pullback im Bereich 1091,30. Eventuell nochmal eine Einstiegschance hier am Nachmittag nochmal einen Swing nach unten mitzunehmen. Aber man muss natürlich bedenken, dass hier alles schon gelaufen ist. Goldpreis jetzt hier auch korrektiv in einem Up-Move. Mal schauen, was noch geht. Letztlich die Amerikaner, wenn sie dazustoßen, jetzt gerade 14 Uhr geht ja auch das US-vorbörsliche Geschäft los. 15:30 dann der Haupthandel. Da erfährt der Goldpreis hin und wieder doch schon sehr starke Impulse und die könnten eben hier dann durchaus noch zu erratischen Bewegungen führen. Also insofern Augen auf, mal schauen, was der Goldpreis noch macht. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Liebe Zuschauer, und wenn Sie mögen, hören wir uns später noch mal wieder. In diesem Sinne viel Erfolg und noch sonnigen Resttag. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.